Willkommen, Freunde der analogen Unterhaltung zu Hunter und Kron. Heute mit Brügge von Stefan Feld im Hans im Glück Verlag erschienen. Ein ja, klassisches Eurogame für 2 bis 4 Spieler ab 10 Jahren, ungefähr eine Stunde Spieldauer. Ein bisschen hängt es davon ab, wie viele Leute da mitspielen. Erschienen ist das ganze Ding, glaube ich, Essen 2012. Weiß ich gar nicht genau, auf jeden Fall war es nominiert. Kennerspiel 2013, also kein ganz aktueller Titel mehr. Aber aktuell ist ja die Erweiterung erschienen, die Stadt am Zwien. Die haben wir auch für euch schon angetestet und das Video gibt es dann im Anschluss an die Brügge, als Brügge-Video. Ja, Brügge ist in Belgien, für alle, die es nicht wissen. Ich kannte Brügge auch nicht so gut, bis ich den Film gesehen habe. Brügge sehen und sterben. Aber das hat jetzt hier wenig mit zu tun, denn wir sind Kaufleute und wir wollen, wir gieren natürlich um Macht, Einfluss und Ruhm und bauen Häuser und beteiligen uns am Kanalbau der Stadt und steigen prestigeträchtig im Rathaus auf. Und wenn wir uns toll anstellen, dann baut man Statuen. Hoffentlich nach uns. Ja. Ich hoffe, die bauen Statuen nach uns und wir kriegen extra Punkte. Der Spielplan ist zwar sehr klein, aber als Ersatz dafür kriegen wir einen riesen Stapel Karten. Und ihr werdet es nicht glauben, aber jede einzelne dieser Karten hat eine eigene Illustration. Das ist wirklich, das ist ganz fantastisch. Da können sich andere Spiele ruhig mal eine Scheibe von abschneiden. Das ist wirklich ganz toll gemacht. Und nicht nur ein eigenes Bild. Natürlich hat jedes eigene Bild dann auch einen eigenen Namen und fast auch eine eigene Funktion. Den riesigen Stapel, den ich hier in der Hand halte, das ist eigentlich nur der Extra-Stapel, weil die Stapel, mit denen wir spielen, die habe ich hier schon gebildet. Das heißt, in jedem Brügge-Spiel kommen lange nicht alle Karten zum Tragen. Am Anfang, in der ersten Phase, wird immer erstmal die Kartenhand aufgefüllt. Und da ich am Anfang ja keine habe, ziehe ich erstmal 5. Und jetzt sieht man auch schon ein Glückselement, nämlich hier sind jetzt gerade 2 gelbe Karten oben. Also ich sehe immer die Kartenrückseite, alle Karten sind auf der Rückseite Häuser und ich sehe aber auch schon die Kartenfarbe. Es gibt nämlich bei Brügge 5 Farben. Und in Brügge gibt es überhaupt fast alles in 5 Farben. Und zwar natürlich in den gleichen 5 Farben. Und zwar gelb, blau, rot, braun und lila. Ja, es gibt also diese Würfel in den 5 Farben, es gibt die Häuser und die Personen, die Karten eben in diesen 5 Farben, es gibt Handlanger in den 5 Farben, es gibt Bedrohungsmarker in den 5 Farben und das hat natürlich auch alles irgendwie miteinander zu tun. In Phase 2 wird der Startspieler erstmal hier würfeln mit diesen ebenfalls eben 5-farbigen Würfeln. Das ist so ein bisschen das Schicksal beim Spiel, das wird einmal gewürfelt, dann werden die Würfel hier so auf das Spielbrett gelegt, damit man es ein bisschen besser lesen kann, am besten so aufsteigen. Und dann passiert schon mal Furchtbares, denn für jede 5 und 6 bekommt jetzt jeder Spieler einen Bedrohungsmarker in Farbe des Würfels. Man ist es von Stefan Feld spielen gewohnt, der ist mit Katastrophen nicht gerade zimperlich und so ist es auch hier. Das heißt, wir kriegen hier, jeder kriegt schon mal einen Teil von einem Überfall, einen Teil von einer Überschwemmung und einen Teil von einer Intrige zu spüren. Und sobald man 3 Teile einer Farbe gesammelt hat, tritt die Katastrophe in Kraft. Also beim Überfall ist alles Geld weg. Bei einer Pest stirbt eine Person, ein Brand, da brennt ein Haus oder ein gebautes Kanalblättchen ab. Bei einer Überschwemmung, alle Handlanger kommen zurück in den Vorrat. Bei einer Intrige verliert man 3 Siegpunkte. Also die Katastrophen, die sind echt hart. Man kann denen entgegenwirken, wie wir gleich sehen werden, aber man kann natürlich auch ein bisschen auf Risiko spielen. Abgesehen von den 5 und 6 sind noch die 1 und 2 wichtig. Die werden zusammengezählt. Hier halte ich eine 1 und eine 2 gewürfelt, also 3, weil die geben an, wie teuer es ist, in dieser Runde aufzusteigen. Ja, und aufsteigen bedeutet einfach nur hier in dieser Rathauszeile ein Feld vorzulaufen. Das gibt einfach im Endeffekt am Schluss auch Siegpunkte. Wenn man hier ganz hoch kommt, auch ordentlich Siegpunkte. Nachdem das nun getan ist, hier gewürfelt, Bedrohungsmarker verteilt, kommt das eigentliche Kern des Spiels, nämlich das Ausspielen unserer Karten. Erstmal ist es ein bisschen verwirrend, weil eigentlich spielt, was hier draufsteht und wie die Figur aussieht, erstmal überhaupt gar keine Rolle, weil jede Karte funktioniert erstmal ganz genau gleich. Es spielt nur die Farbe eine Rolle. Mit jeder Karte kann ich mir Handlanger holen. Die bekomme ich dann allerdings in Farbe der Karte zurück. Zweite Aktion, Geld nehmen. Auch das korrespondiert natürlich mit der Farbe, mit der Zahl des Würfels. Wenn ich jetzt hier gelb, eine gelbe 6, super, kriege ich 6 Gulden. Dann kann man Bedrohungsmarke entfernen. Das ist eben sowas, um eben zu verhindern, dass man möglicherweise in der nächsten Runde den dritten bekommt. Außerdem kann ich ein Kanalblättchen bauen.
Und zwar bebaut jeder Spieler seine eigenen Kanalreihen in der Stadt. Warum das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht hat man die sich einfach schon wie so Parzellen reserviert und hat versprochen, die zu bebauen. Keine Ahnung. Die geben einem, wenn man das dritte Feld erreicht, Siegpunkte. Und wenn man sie komplett fertig baut, bekommt man hier auch so Statuen, Plättchen. Ist auch so ein bisschen die Rolle, ist man da der Erste, der den Kanal fertig baut, kriegt man ein bisschen mehr Siegpunkte, als wenn man später dran ist. Und als fünfte Aktion ist noch, man kann ein Haus bauen. Ich lege die Karte dann einfach falsch rum hin, muss einen Handlanger in der Farbe bezahlen und habe ab jetzt ein Haus. Und in dieses Haus könnte man dann in der nächsten Aktion dann eben diese Personen einziehen lassen. Warum würde ich das tun? Na, zum einen geben die teilweise Siegpunkte unterschiedlich viele und die haben halt auch noch so Sonderfunktionen. Grob sind die in vier Kategorien eingeteilt. Es gibt einmal welche mit einem Blitzsymbol, das sind sozusagen der Effekt, der da drauf steht, der passiert einmalig beim Einzug. Dann gibt es Personen, die durch Handlanger aktiviert werden müssen. Das kann ich einmal pro Runde tun. Außerdem gibt es noch Personen mit einem Unendlichkeitsschleifensymbol. Ist klar, das ist ein dauerhafter, permanenter Effekt, der irgendwas, was ich halt tun kann, dauerhaft verbessert. Und zuletzt genannt, aber vermutlich fast am spannendsten, sind Personen mit dem Lorbeerkranz-Symbol, weil sie geben auf irgendwas Siegpunkte. Zum Beispiel gibt es Personen, da kriegt man Siegpunkte, wenn man möglichst verschiedene Personen bei sich einziehen hat. Eine Personengruppe bedarf besonderer Aufmerksamkeit, es ist die Personengruppe der Unterwelt. Denn in der Regel haben diese Unterweltpersonen einen Effekt, der andere Spieler angreift. Und da kann man sich schon gegenseitig dann doch ziemlich in die Suppe spucken. Weil davon abgesehen werkelt halt jeder so vor sich hin. Und das Glückselement mit den Würfeln, das betrifft auch alle Spieler gleichzeitig. Also es ist ja nicht so, dass einer das Pech hat, irgendwie dreimal eine gelbe 6 zu würfeln, dann findet ein Überfall bei ihm statt, sondern das Würfelergebnis vom Startspieler zählt für alle Spieler. Also eigentlich werkelt halt jeder so vor sich hin und kann auch sehr genau planen, wenn dann nicht diese Personen der Unterwelt wären. Hier der Meuchler, ja, wie der Name schon sagt, Achtung, alle anderen Spieler müssen sofort eine Person aus ihrer Auslage auf den Ablagestapel legen. Es steht da nicht so drauf, aber es ist Mord. Diese Runden werden so lange gespielt, bis einer dieser beiden Nachziehstapel leer ist. Und sobald der leer ist, wird dieser Riesenstapel nachgelegt und gleichzeitig aber auch die letzte Runde eingeleitet. Mir hat Brücke wirklich sehr, sehr gut gefallen. Vor allem muss man wirklich sagen, ist die Mechanik wirklich geölt. Man muss quasi sich mit dem, was man bekommt, überlegen, was man macht und nicht schon vorher überlegen, was man macht und versuchen, das zu bekommen. Und das finde ich tatsächlich ganz schön, weil es eben dazu führt, dass man an Brügge unterschiedlich herangeht, weil es eben stark davon abhängt, was für Personen man überhaupt bekommt. Es entsteht bei diesem Spiel, obwohl es wirklich viel taktischen Tiefgang hat, viele Optionen hat, relativ wenig Downtime, fast gar keine, weil das Schöne daran an diesem Mechanismus mit dem Kartenziehen ist, wenn ich mal meine Kartenhand habe, und die eigentliche Aktionsphase beginnt, dann können eigentlich die Gegner nicht mehr sehr viel machen, um meinen Plan zu stören. Und das führt dazu, dass es relativ flüssig gespielt werden kann. Wenn man das mal erklärt hat, wenn man die Anleitung gelesen hat, das geht wie Butter, das verinnerlicht man einfach, jedem ist dann einfach klar, da macht Klick und dann weiß man, wie dieses Spiel funktioniert und hat eigentlich auch keine Fragen mehr. Thematisch bleibt es doch eher blass. Warum baue ich jetzt einen Kanal und was haben diese ganzen Figuren jetzt so wirklich mit mir zu tun? Das ist schon eher technisch und wirkt auf mich schon auch thematisch ein bisschen übergestülpt. Ja, was assoziiert man mit Brügge? Ganz ehrlich, ich habe Pommes haben die Belgier erfunden. Ja, man kann sagen, ganz klar, Kennerspiel, preiswürdiges Strategiespiel. In unserer Runde hatten auch die Spaß damit, die sonst Zombies töten, Orks jagen und auf einsamen Inseln zu überleben versuchen. Das heißt, es muss ja nicht immer, man kann ja auch mal nach Brügge fahren und die Brügge anschauen, weil es ist eine wunderschöne Stadt, behaupte ich jetzt einfach mal, nach allem, was ich darüber gehört habe. Und auch das Spiel Brügge ist ein wunderschönes Spiel.